Meine Freunde, der Keule ist schon wieder da. Jetzt geht euch auf die Eier langsam, wa? Nein, ich war selber total überrascht, dass der jetzt schon draußen ist. Und zwar, der offizielle Trailer vom Game Winning Award von The Witch Queen ist jetzt auch direkt hinterhergeschmissen worden. Und ich würde sagen, den geben wir uns dann jetzt auch direkt mal, wa? Oder? Was haltet ihr davon? Lasst uns den genießen. Das sieht schon mal krank aus. Was ist das? Okay, nice. Is that? It can't be. It is. Just start at the beginning. We landed on Mars. Rüstung sieht cool aus. Mars? Like we were in a dream. Warum Mars? Alles nur noch mit den Halo-Waffen, Digga, ey. Aber die sind doch geil. Boah, das sieht so krank aus, die da zu geben, Junge. We wanted to find her. Try to gain the upper hand. But she was baiting us. Ach, die haben die neue Waffe im Rücken. Geil. Boah, die sieht so geil aus. Hat der gerade ein Schild in der Super geworfen? Okay. Wer ist das denn? Wer ist das? Anna Bray? Nein. Oder? Ist die gerade da unten geflogen? Und was ist denn jetzt passiert? Aha. Was? Der hat mein Schild! Nein! Aber hat keine Schnitte, Junge. Der holt ihn jetzt nicht zurück, oder? What the fuck, Junge? Was? Uff! Alter Falter, das gibt ja ganz andere Schwierigkeiten. Plot machen, das ist wie in dem ersten Trailer. Na, stell doch mal an, na, habt ihr... Das ist ja offensichtlich eine real person. Wer soll das sein? Anna Bray? Anna Bray ist doch Mars gewesen, ne? Ach du Scheiße, Bruder, da muss ich aber los. Sie macht einen auf Warlock mit der Nova-Bombe? Was? Was? Ernsthaft jetzt? Hat die da gerade... Bruder. Das wird eine etwas längere Reaktion. Ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Ich war... Also, klar, dass die unser Licht klauen, das wurde ja... ne, das haben sie ja gesagt. Aber... Digga. Nee, nee, nee. Wenn, dann gucken wir den gleich ohne Ton. Wir gehen den gleich nochmal schön durch. Ne? Aber das ist ja völlig was anderes. Er ist ja selber respawned. Und das heißt, du musst, was ist denn, wenn da viel los ist, dann musst du alle Geld, Junge, das ist ja was ganz anderes dann. Lass uns hier nochmal lautlos durchgehen, würde ich sagen. Oder? Machen wir das so? Mit Pause, mal gucken, hier labern. Das ist meine zweite Reaction auf dem Game. Mal gucken, wie es wird, Digga, ey. Scheiß da drauf, Alter. Mach da einfach. Boing! Da, Keule gibt Gummi. So. Also. Das sieht erstmal aus wie ein schönes Flugzeug. Das ist schon mal ganz geil. Dann kommt sie hier an. Okay, 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 okay. Bla, 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 bla. So weit, so gut. Aber mich interessiert eine ganz andere Stelle, Digga. Das ist auch schon mal ganz cool gemacht, so. Was mich aber juckt, mal ohne Ton ist auch scheiße, oder? Wir machen einfach ganz leise Ton. So. Machen wir mal ganz leise, so, so. Leise. Das ist auch schon mal geil, dass sie alle mit den Halo-Waffen jetzt dran sind, ne? Ich meine, also. Das sieht alles so krank geil aus, so groß, riesig. Ich meine, wer Destiny 2 gezockt hat, war mit Sicherheit auch schon mal auf dem Mars, hier Eskalationsprotokoll und so. Aber das ist ja eine ganz andere Hausnummer. Die Rüstung sieht übrigens auch geil aus.
Okay. Jetzt kommt das erste Ding. Habt ihr das eben schon gesehen? Passt mal auf. Was ist das für ein Schwert, Mann? Ist das ihres? Aber es sieht doch so aus, als wäre da irgendwie so ein... Weiß ich nicht. Keine Ahnung, irgendwas ist das. Da ist das neue Ding auf dem Rücken. Hier, das hier. Endgeil. Was hat er? Er hat das... Das ist die, ja, das ist diese Braxton. Diese, Dings-Rifle. Aber das sieht anders aus, wie das, was wir uns da gebaut haben, oder? Das Teil hier. Und das soll übrigens, das ist bereits In-Game-Footage. Denn der ist auf diesem, auf der Verleihung von diesem Game Award ist das alles besprochen worden. Da ist bekannt gegeben worden, hat offiziell von Bungie selber, dass das alles offiziell echtes Gameplay ist. Bereits. Da dachte ich mir nur, Typ, halt's Maul, schick raus die Scheiße. Das Ding, das sieht so geil aus. Hat der da jetzt in der... Leute, der schmeißt doch in der Super, schmeißt er doch quasi das Ding an, oder nicht? Oder bin ich jetzt ganz bescheuert? Oder war der nicht in der... Warte mal. Ja, Schwert, ja, war zu weit, Entschuldigung. Ne, der ist nicht in der Super, ne? Naja, ja, ist da. Das ist der erste Baum, der genauso sein wird wie Stasis, glaube ich. Darum haben die jetzt auch so andere Granaten, weil ich habe die ganzen Granatendinger vorhin noch nicht gesehen. Und er, Junge! Die sind alle verreckt! Wir sind alle verreckt! Habe ich das richtig verstanden? Leute, ist doch das heiß? Wir kriegen ganz andere Probleme ab jetzt in Destiny, glaube ich. Sieht so aus, als wird der Schwierigkeitsgrad dann endlich mal ein bisschen angehoben, weil, ja... Tut mir leid für euch, aber Casuals, ihr kriegt zu viel in den Popo hinein. Wer ist das? Da, da war sie wieder. Da war sie wieder. Das war die doch, oder? Guck mal, wie groß die da schon aussieht. Bruder, da krieg ich Angst. Und ich meine, die hat zum Schluss eine Nova-Bombe geschmissen. Ne? Alter. Der taucht einfach aus dem Nichts auf. Benutzt mein Schild nachher, mein PvP-Schild. Bruder, was? Da muss ich los, ey. Ich freue mich auf diese Waffe, auf die neue. Und das habe ich mir direkt gedacht, dass der den zurückholt. Alter, wisst ihr, was da, ey, wisst ihr, was das heißt? Wisst ihr, was das heißt, was da auf uns zukommt? Spitzenreiter Nightfall? Mit den Typen? Ach du Kacke. Da brauchst du ja drei Mann, die nur den Geistern hinterherjagen. Alter. Natürlich, kein Ding. Und das habe ich mich im ersten Trailer schon gefragt. Warum sollten die einen Geist zerstören? Geister sind ja eigentlich Lichtwesen. Da dachte ich mir schon, wieso gehen die hin und quetschen den Geist kaputt? Und das erklärt natürlich jetzt einiges. Na? Ich hab dich. Na? Das Ding will ich haben. Der Helm sieht auch geil aus. Ich glaube, das ist nämlich mein Main. Ich glaube, das ist der Teil. Ich bin so... Och, Junge. Und jetzt kommt natürlich das Obervieh, ne? Guckt euch an, wie groß sie ist. Da, und der bufft sich auf. Sie? Das ist doch nur ein Overbomb. Alter Vater, ey. Leute. Das ist auf jeden Fall nicht mehr feierlich, was da auf uns zukommt. Ich freue mich auf jeden Fall tierisch drauf. Also, das 30 Jahre Bungie-Paket hat mich, nicht 13, wie ich im anderen Trailer gesagt habe, wie sich das anhört, dass ich 13 sage. Das 30 Jahre Bungie-Paket, also der Trailer, der war schon ziemlich sick. Ja, der war gut. Und ich muss sagen, ich bin begeistert mich davon. Also, die Aktivitäten ist geil, mit dem Pferd ist was völlig anderes. Macht Bock, macht Bock. Die Art
Ja, der Beutezüge von dem Pferd finde ich auch ziemlich geil. Dass du dir auf jeden Fall eine Aktivität erledigt haben musst, dann setzt er sich zurück. Das ist auch wieder so ein kleiner. Weißt du? Also ich find's gut. Ich bin sehr begeistert davon. Und lass alle labern, von wegen, hey, wie geil das geben. Bläh. Das kostet so ein Spiel aufrechtzuerhalten. Das ist schon ganz gut so. Leute, ganz ehrlich? Ja, ich habe noch kein Stream Deck. Ich muss aber da hingucken, wo ich hindrücke. Entschuldigung. Ich muss aber ganz ehrlich sagen. Cool, es ist Destiny, man macht Bounties, man rennt dies, man hat das, es ist schon irgendwo dasselbe, aber mit den Aspekten könnte spannend werden. Könnte spannend werden. Also bis jetzt, wenn das so alles wird, wie das da ist, mein Hype hat seine Berechtigung. Ich halte euch auf dem Laufenden, ich hoffe, wir sehen uns wieder.